Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Planet Side 2. Ja, meine Stimme hört sich immer noch komisch an. Ja, ich bin immer noch erkältet. Und zwar ganz, ganz furchtbar. Ja, macht aber nichts. So, als erstes will ich euch heute zeigen, und zwar nochmal genau, wie das klappt. Viele schreiben mich an, hier beim Thunderer mit der mobilen Plattform, hier Respawn-Plattform. Das funktioniert nicht, das geht nicht, das hast du falsch erklärt und so weiter und so weiter. Nein, habe ich nicht. Das ist halt nur ein bisschen komplizierter. So, ich zeige es euch deswegen jetzt nochmal ganz schnell genau. So, dazu drücken wir einfach mal Escape. Ja? Und dann geht hier unten in der Leiste, geht einfach auf Fahrzeuge. So, jetzt habe ich da den Sonder schon ausgewählt. Und dann gehen wir mal auf meine Zertifizierung. Schwuppdiwupp. Das ist bei mir natürlich schon freigeschaltet, aber ich zeige es euch jetzt. Und zwar hier bei Thunderer Peripherieplatz. Und zwar hier unten, das unterste. Verbesserte Mobilitätsstation Thunderer. VMS-S. Das hier müsst ihr freischalten. Es kostet 50 Punkte. So, jetzt nicht schreien, hört zu. Nicht, ja, ja, da habe ich schon nichts gemacht, geht nicht, ne, ne, ne. Sondern aufgepasst. So. So, das ist ja alles schon ganz fein. Aber jetzt kommt's nämlich. Das habt ihr nämlich mit Sicherheit nicht gemacht, wenn es nicht funktioniert. So, jetzt geht ihr zur Station, wo ihr euch das Fahrzeug spawnen lassen könnt. Klickt's an und jetzt kommt der Kasus Knacktus. Jetzt steht hier unten nämlich Nutzen. Und da klickt ihr drauf. Und da ist das Teil, was ihr freigeschaltet habt. Das müsst ihr jetzt erstmal nutzen. Und jetzt habt ihr das benutzt. Seht ihr? Jetzt ist das hier unten nämlich aufgeführt. Und jetzt, erst jetzt funktioniert das. Wenn ihr natürlich die ganze Zeit das Ding freigeschaltet habt und benutzt es nicht, dann funktioniert es natürlich nicht. Ne? Das musste ich auch erst rausfinden. Und hab's dann durch Rumprobieren rausgefunden. Und hab gedacht, wieso funktioniert der Scheiß auf deutsche Sache nicht. Ne? Aber, ne? Einmalig anklicken. Ich habe es eben erst ausgeschaltet, deswegen war es nicht aktiviert, damit ich euch zeigen kann. Ne? Jetzt ist das jedes Mal, wenn ihr das hier anklickt, ne? Ich hier weglaufe, tritratolala, ich renne mal hier hin, so, Tag, möchte Ingenieur spielen, dann ausstatten, zack, ich hier hin, Thunderer, und ihr seht, das Teil ist an. So, jetzt ganz einfach, setzt euch in die Kiste, gurkt los. Und wenn ihr irgendwo anhaltet und drückt die Taste B, zack, ist es eine mobile Einsatzstation. Ja? So, das war's. Ich, für meinen Teil, für meinen persönlichen Teil, nimm dazu gerne halt einen Ingenieur, weil der Ingenieur halt in der Lage ist, mit der Taste 3 sein eigenes Fahrzeug auch zu reparieren. Sprich, wenn ich durch die Gegend fahre und werde von oben beschossen, dann interessiert mich das nicht unbedingt sehr viel, je nachdem, wie ich beschossen werde. Klar, ich fahre einfach weiter und danach repariere ich die Kiste halt. Ja, diesen Ding steige ich aus, kriege ich sogar noch Punkte für. So, des Weiteren hat der Ingenieur natürlich den schönen Vorteil, ich kann hier rumbrüllen, wie viel ich will. Zack, mal jetzt hier leer nachladen. Nochmal. So, jetzt seht ihr unten rechts, ne? Ich habe 30 Schuss, jetzt weniger, ne? Rotze ich auch noch raus. Zack. Jetzt habe ich nur noch quasi 30 Schuss in der Knarre und 30 Schuss als Magazin. So, Ingenieur halt, da benutze ich die schöne Taste 4 und schmeiß den Karton auf die Erde. Und jetzt lade ich nach. Ne? Überaus praktisch. Weil wenn ich mit dem Thunderer durch die Gegend fahre, halt, habe ich A, unendlich Munition zur Verfügung, B, kann ich meine Knarre reparieren, und selbst wenn ich angeschossen wurde, ne, dass nicht nur mein Schild unten rechts in blau, sondern meine Gesundheit, der grüne Balken, angeschlagen ist, runde, dann renne ich halt kurz zu meinem Thunderer, wechsel auf Sanitäter, ne, heil mich selber als Sanitäter, und wechsle dann wieder auf meinen Ingenieur, den ich halt zurzeit sehr favorisiere. Wenn ihr wollt, mache ich auch mal, kann ich kurze Guides machen zu den verschiedenen Klassen. Ne? Ich meine, es gibt ja halt
verschiedene Klassen, ne? Spion, Sunny, und die haben alle ihre Vorteile, Nachteile, klar, ne? Und dann müsst ihr halt mal gucken, was für euch so am besten, wird euch am besten liegt. Ich persönlich favoriere zurzeit den Ingenieur. Das heißt aber lange nicht, nur weil ich den favorisiere, dass der das Beste ist. Ne? So, jetzt gucken wir mal auf die Map. Einsatz, wo fahren wir denn hin? Jetzt müsst ihr immer gucken. Hier ist VS-Hauptquartier. Da ist die Terranische Republik. Und da ist das neue die neuen Kollegen, die sind da unten. Hier dicht bei den Hauptquartieren würde ich nie unbedingt hinfahren. Das bringt nicht ganz so viel. Ne? Ich würde sagen, wir setzen uns einfach in die Kiste und da fahren wir hin. Ja, hier wird bestimmt Action sein. Aber ist noch schön ein bisschen weit ab vom Schuss. Und gerade mal Schlagweite darüber. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal hier hin. Wir spawnen in Sandor, fahren da hin. Schön durch die Prärie. Und schnappen uns das Ding. So, dazu klicke ich auch mal rechts auf die Karte und setzen wir einen eigenen Wegpunkt. Ne? Und den bekomme ich jetzt auch angezeigt. Seht ihr? Ja. Eigener Wegpunkt. 2300 Meter. Okay, dann fangen wir mal an. Roger Wett. Zack. Entschuldigung. Spawn. Wieso kostet das denn 340? Ich weiß nicht. So, ja. So. Da fahren wir mal einfach los. Düstere so fährt und so lahm. Hallo. Das sieht nur so aus. Na, ungefähr die Richtung passt, ungefähr. Aber jetzt gucken wir schon mal genauer hin. Kommen wir dann irgendwo dabei was Böses vorbei? Auch wir können auch hier die Straße lang fahren. Ne, nee, ich fahre hier hinten. Da, wir fahren bis hier, fahren wir Straße, fahren wir Querfeld ein und dann fahren wir die Straße weiter. Und dann platzieren wir uns hier hinter dem Stein irgendwo. Aber das sehen wir gleich. Fahren wir einfach mal. Fahren wir mal los. Kann sein, dass ich das kurz schneiden werde, wenn hier gar nicht. Wenn es zu lange dauert. Für mich ist alles noch in einer Folge, weil ich einen Quatsch bekomme. Vorteil Ingenieur halt und Sander. So, bumm, bumm, bumm. Fahren halt durch die Gegend. Genießen die Aussicht. Alles schön. So, jetzt fahren wir gleich rein. Ich habe übrigens, ich habe gesagt, letzten Folge habe ich gesagt, diese Kiste ist unverwüstlich. Könnt ihr gar nicht aufs Kreuz legen. Falsch. Gestern habe ich es geschafft und habe die Karre tatsächlich auf die Seite gelegt. Also, das habe ich also vorher noch nie geschafft. Und ich fahre wirklich, seht ihr, die Sau verdammt Telefon. Muss ich kurz schneiden. Geht weiter. Arm den Feind am Telefon abgewürgt. Blöd quatschende Tante, Lebenssicherung, Tritratrolala. So was kann ich haben. Wenn ich mich versichern will, bin ich schon in der Lage, selbst Telefonmodi anzunehmen und brauche keine mich am Telefon dicht quasi. So. Ehrlich. Upsa, wir biegen hier ein Stück ab. Fahren nicht auf der Straße ganz dahin. Obwohl. Ist ja auch nicht mehr weit, ne? Ach, wer beschießt mich denn? Kackvogel. Ja. Das interessiert mich im Moment sowas von gar nicht. Also ein Stück weiter. Ja. Zack. Jetzt ausgepackt. So, wer hat uns denn da beschossen? Jetzt müssen wir direkt die Kiste reparieren. So, von Latte. Hat der uns beschossen? Nein. Seht den Macker gar nicht. Mir auch wurscht, da hinten läuft er. Na, blöd Mann. Oh, mir egal. Hat er mich sogar noch gekillt. Das ist ganz furchtbar. Der Kerl hat schon fast kein Leben mehr. Das heißt, gleich ist er dead. Wenn er clever ist, wechselt er jetzt schnell. Und bombt mir die Karre kaputt. Ja, das hat doch schon gerumpelt. Ne?
Da ist ein Panzer, wunderbar. Oh nee, ne? Ich stell mich auch dusselig an. Wie wär's mit Zielen? Ah, manchmal, da bin ich so ein Depp. Ich ziel einfach nicht. Ich weiß auch nicht, wieso. Wieso ich das hat immer passiert. Gibst denn das? Jetzt reicht's mir. Ich habe gesehen, da unten lieber. Wo ist die Ratte? Das ist mir so von Latte. Ich geh jetzt zu dem Ding hier. Ihr seht übrigens auch rechts, hier wo die 17 Minuten laufen, da seht ihr auch, das ist übrigens auch, ne, Dingsbums. Na, Schadensanzeige. Wieso kommt hier keiner hin? Das war nicht nett. Okay. Ich hole aber lieber wieder den Ingenieur, auch wenn die mich hier niedergeballert haben. Wo ist denn der Rest der Truppe? Verstehe ich auch nicht ganz. Ich fahre da gleich einfach hin. Zeig mal her. Kann ich da hinfahren? Nicht gut, nicht gut. Dann Panzer oder sowas, ja, ne? Nicht durch, ich könnte aber hier drum herum fahren. Ah, alles klar. Fahre ich jetzt hin.